Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von Cosmetic for Less. Ich bin Jessica und heute wieder mit einem Make-up-Tutorial dabei. Auf meinem Tisch befinden sich ganz viele Neuheiten und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Meine Augenbrauen gibt es ein neues Produkt und zwar von Evelyn Cosmetics, die Brow Styling Soap, So Fluffy Brow and Go. Und dabei handelt es sich um eine Augenbrauenseife, die befindet sich in so einer Plastikdose. Die kann man einfach ganz easy aufschrauben und dann befindet sich das Produkt hier drin. Und dann gehe ich jetzt auch einfach hier mit so einem Spoolie rein. Ich hoffe, ich nehme mir jetzt nicht zu viel auf. Und dann trage ich das auf meine Augenbrauen auf. Also was mir direkt bei der Seife auffällt, ist, dass sie richtig gut riecht. Das finde ich schon mal sehr gut. Und ich hoffe natürlich, dass die Seife einen guten Halt hat. Das ist ja am wichtigsten. Das Produkt lasse ich jetzt etwas antrocknen, werde dann mein Augenbrauenprodukt auftragen, meine Augen für Lidschatten vorbereiten und dann können wir mit der Palette weitermachen. So, meine Augen sind jetzt ready für Lidschatten und da habe ich eine richtig coole Palette. Und zwar die The Roaring Twenties Excessive Palette. Das ist tatsächlich schon meine zweite Palette von Root Cosmetics. Zu der anderen Palette gibt es auch schon ein Video auf dem Kanal von Cosmetic for Less. Könnt ihr ja gerne vorbeischauen. Die Außenverpackung der Palette finde ich sehr schön. Also ich muss wirklich sagen, dass die Paletten mir von Root Cosmetics von der Verpackung her und natürlich auch von der Qualität der Lidschatten sehr gefällt. Also wenn ihr die Marke bzw. die Paletten noch nicht kennt, schaut euch gerne die Sachen an. Die Außenverpackung hat eher so pinke, rosa Töne, hier auch ein paar goldene Details und ich finde, die spiegeln sich auch in der Palette wieder. Und in dieser Palette habt ihr 20 gepresste Pigmente oder auch ganz normale Lidschatten. Hier ist auch ein sehr, sehr interessanter Ton. Der erinnert mich an einen Ton, den ich mal bei Huda Beauty gesehen habe. Deshalb würde ich sagen, legen wir auch schon direkt los. Ich habe mir vorgenommen, dass der heutige Look ein bisschen außergewöhnlicher wird, weil wir ja auch hier richtig coole Farben haben. Und da möchte ich mit dem Ton Palooka starten. Und den Ton möchte ich mir im vorderen Teil in meiner Lidfalte auftragen. Und so in etwa sollte das reichen. Der Ton ist sehr, sehr gut pigmentiert. Ich werde das jetzt eben an dem anderen Auge machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Dieser Ton muss jetzt natürlich ausgeblendet werden und dafür möchte ich den Ton Patsy verwenden. Und für den hinteren Teil möchte ich die Farbe Keen verwenden. Und um den Ton jetzt etwas auszublenden, möchte ich die Farbe Lucca verwenden. Ich werde mir jetzt eben meine Crease cutten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Crease ist gecuttet und ihr könnt sehen, ich habe jetzt wieder viel mehr Fläche auf meinem Augenlid für weitere Lidschatten. Ich möchte jetzt wieder mit dem Ton Palooka starten und mit dem möchte ich mir hier im äußeren Teil einen Eyeliner ziehen. Und damit der Eyeliner jetzt nicht allzu stark ist, möchte ich ihn jetzt auch ausblenden. Und dafür möchte ich den Ton Keen verwenden. Da gehe ich jetzt ganz vorsichtig rein und verblende mit dem Ton meinen Eyeliner. Und in der Palette haben wir noch einige sehr, sehr schöne Schimmertöne, die ich jetzt auf meinem Augenlid auftragen möchte. Und da möchte ich jetzt mit dem Ton Yap starten und den werde ich mir hier im vorderen Teil auftragen. Um da jetzt noch mehr aus dem Lidschatten rauszuholen, werde ich mir jetzt ein Setting Spray zur Hand nehmen, dazu gleich mehr. Und damit sprühe ich jetzt den Lidschatten an. Und als nächstes möchte ich den Ton Chilled aufnehmen und den platziere ich jetzt auch mit meinem Finger genau an den Übergang von dem ersten Ton, den ich aufgetragen habe. Der Ton sieht auch richtig schön aus.
habe mir den Ton jetzt noch ein bisschen weiter nach außen gezogen, weil das so passt. Und um den oberen Teil meines Augen-Make-ups noch etwas aufzupeppen, möchte ich mir ein paar Steinchen aufkleben. Ich habe hier einmal so tröpfchenförmige Steinchen und ganz normale. Davon werde ich mir jetzt ein paar hier auf die Lücke aufkleben. Und dafür nehme ich einfach meinen Glitter-Primer von NYX und meinen Applikator. Den kann ich euch auch gerne in der Infobox verlinken. Mit den Steinchen bin ich jetzt oberhalb fertig. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Ich werde jetzt eben meine Base fertig schminken. Und wenn ich mit dem unteren Wimpernkranz weitermache, sehen wir uns gleich wieder. Machen wir weiter mit dem unteren Wimpernkranz. Und da möchte ich jetzt die Farbe Flam Flam verwenden. Und den trage ich mir komplett am unteren Wimpernkranz auf. Und für den inneren Augenwinkel möchte ich die Farbe Jalopy auftragen. Wow, das ist so ein richtig krasser Glitzerton. Und den ziehe ich mir auch ein bisschen an den unteren Wimpernkranz. Kommen wir jetzt zum nächsten Produkt und zwar zu dem Highlighter. Und das ist tatsächlich auch ein ganz neues Produkt und zwar von Root Cosmetics, den Twinkle Twinkle Highlighter. Der Highlighter ist aus der Manga-Kollektion und man kann sehen, dass die Schrift in so einem Holo gehalten ist. Und der Highlighter an sich hat auch ein richtig cooles Design. Also ich hoffe, das könnt ihr sehen, dass auch so ein bisschen, ein paar Stellen sind auch ein bisschen angehoben. Und man kann da auf jeden Fall so ein blau-grün-pink-Shift sehen und ich glaube, der wird auf dem Gesicht jetzt richtig cool aussehen. Und da gehe ich jetzt einfach mal mit meinem Pinsel rein und trage den mir auf. Also ich hoffe, die Kamera fängt diesen Stein ein. Also man kann auf jeden Fall heftige Glitzerpartikel erkennen und der changiert wirklich in mehrere Farben. Ich sehe da grüne Reflexe, pink, blau, alles mögliche. Also es sieht richtig schön aus. Also hier im Viewfinder sieht das jetzt leider nicht so krass aus, aber ich trage den mir jetzt mal auf der anderen Seite auf. Also für den Alltag ist der Highlighter jetzt nichts, aber wenn ihr so krasse Looks mögt oder Highlighter mit Glitzerpartikeln mögt, dann kann das was Gutes sein. Als nächstes habe ich zwei neue Lipglosse. Ich werde mir jetzt eben meine Lippen schminken und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir jetzt einen Lippenstift aufgetragen und mir fehlt jetzt noch Gloss. Da habe ich heute sogar zwei Produkte. Einmal von Evelyn Cosmetics den Diamond Glow Lip Luminizer. Das ist einfach ein klarer Lipgloss, wo man die schönen Glitzerpartikel erkennen kann. Ich finde auch, dass sich darin grüne, gelbe und pinke Reflexe widerspiegeln. Also fast ähnlich wie in dem Highlighter, den ich vorhin von Root Cosmetics aufgetragen habe. Und dann habe ich noch von der Manga-Kollektion von Root Cosmetics ein Mint Sparkle Lip Oil. Das Lippenöl ist auch ein klares Lippenöl, also durchsichtig und man kann darin starke Glitzerpartikel sehen. Also ich finde hier von dem bei Evelyn Cosmetics sind das ganz, ganz feine Glitzerpartikel und bei dem von Root Cosmetics sind das schon sehr, sehr starke Glitzerpartikel. Ich halte die auch mal nebeneinander. Hoffentlich könnt ihr das da erkennen. Ich würde jetzt einfach mal mit dem Lippenöl starten. Okay, der Applikator sieht richtig cool aus. Das ist ein minziger Geruch, also kann ich mir vorstellen, dass es auch so ein Lipplumper ist. Ja, ist ja mit Minze und deshalb wird das so ein bisschen auf den Lippen prickeln. Da ich halt gleich noch den anderen auftragen will, werde ich mir davon jetzt nicht zu viel auftragen. Wenn ich meine Lippen so aneinander reibe, dann spüre ich diese groben Glitzerpartikel. Ich finde aber, das sieht ganz schön auf den Lippen aus. Man kann die Glitzerpartikel auf jeden Fall erkennen. Ich frage mich halt, wie das ist, wenn man mit so einem Lippenöl isst. Wenn man dann die ganzen Glitzerpartikel dann irgendwann im Mund hat, ist es, glaube ich, nicht so angenehm. Aber es sieht schön aus. Ich habe mir jetzt etwas das Lippenöl abgenommen und werde jetzt von Evelyn Cosmetics den Lip Luminizer auftragen. Dieser Lipgloss hat einen richtig schönen Geruch. Also der riecht so ein bisschen nach Vanille und ich meine, dass das kein Lipplumper ist. Also der wird jetzt nicht auf meinen Lippen prickeln und ich finde, der sieht auch richtig schön auf meinen Lippen aus. Und als letztes fehlt mir jetzt noch ein Setting Spray und das ist von Makeup Revolution das Conceal and Define Infinite Mattifying Setting Spray. Und das werde ich mir jetzt aufsprühen. Da
Das Setting Spray hat einen sehr angenehmen Geruch und ich finde auch, dass der Sprühkopf sehr gut ist. Ich hatte ein bisschen Angst, dass gleich mein Setting Spray gefühlt partieweise auf mein Gesicht drauf gesprüht wird und ich dann da solche Flecken im Gesicht habe. Aber der Sprühkopf war auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Der Geruch gefällt mir. Ich werde mein Make-up jetzt nicht mehrere Stunden drauf haben, um wirklich zu sagen, ob das gut ist oder nicht. Aber mein erster Eindruck von dem Spray ist gut. Und dann sind wir jetzt auch fertig mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass euch mein Look gefallen hat und die Produkte, die ich heute verwendet habe. Ihr findet alle Produkte in der Infobox und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal von Cosmetic for Less, so verpasst ihr keine weiteren Videos. Und ihr könnt auch gerne bei mir vorbeischauen. Wenn ihr euch irgendwelche Produkte nachkaufen wollt, könnt ihr auch gerne mit meinem Code JML15 15% auf eure Bestellung sparen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!